Bevor das Video beginnt, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, dass ab 19 Uhr auf meinem Kanal gestreamt wird. Wir werden ungefähr eine Stunde, ein bis zwei Stunden PES 19 die Demo spielen. Wir spielen das Ganze online, das wird mega, mega cool. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, was für die Kamera zu spenden, denn wir sind ganz, ganz kurz vor der Kamera. Würde mich mega, mega freuen, wenn ihr mich da nochmal unterstützen könntet. Jeder Euro hilft, wird mega, mega geil. Und dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit dem wirklich echt spannenden Video und seid um 19 Uhr dabei. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 18 Trainerkarriere bei Bayern München. Und zwar will ich jetzt ein bisschen reinhasseln. Es wird die Tage öfter mal eine Trainerkarriere-Folge kommen, da ich ein bisschen Zeit habe, das Ganze aufzunehmen. Ich habe zwar nicht zu viel Zeit, aber ein bisschen Zeit habe ich auf jeden Fall. Und ja, ich möchte die Trainerkarriere durchhasseln und vielleicht auch wie Jan mal so einen Stream machen zum Champions League Finale oder so. Hier Champions League Endspiel. Aber ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Also wir haben auf jeden Fall noch das Abschiedsspiel. Und bis dahin will ich die Trainerkarriere machen. Also bis PES 19 komplett die Vollversion rauskommt. Plus die Mods eben, damit ich eine Trainerkarriere bei PES 19 starten kann. Bis dahin möchte ich eben dieses Abschiedsspiel gespielt haben. Deswegen müssen wir ein bisschen reinhasseln. Da haben wir bestimmt noch 6-7 Folgen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Schaut auf jeden Fall die Folgen noch, damit ich motiviert bin, weiterzumachen. Das wäre mega, mega geil. Ihr könnt auch gerne bei der letzten Folge vorbeischauen, rechts zu meinem i. Ebenso wie die Playlist. Die ist einfach auch mal rechts zu meinem i. Und da könnt ihr euch die alten Folgen anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und was ich noch als letztes sagen wollte, ist, dass natürlich schon PES 19 auf meinem Kanal kam. Die Demo ist ja schon raus und da habe ich ein paar Videos zu gemacht. Bisher sind, glaube ich, 2 Videos draußen oder 3. Mal gucken. Also da wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu kommen. Und ja, ich verlinke euch auch mal einfach ein Video von der PES 19 Demo rechts um meinem i. Und in dem Video, wenn ihr da draufklickt, da ist dann auch das andere PES 19 Demo Video. Also ihr werdet das auf jeden Fall alle finden. Ja, ihr könnt natürlich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr Neues. Heute haben wir unglaubliche 2 spannende Megaspiele. Und zwar einmal im Pokal-Halbfinale gegen Dortmund. DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund. Junge, ist das krass. Und dann haben wir das Viertelfinal-Hinspiel Real Madrid gegen Bayern. Wir spielen auswärts, wir müssen auf jeden Fall richtig gut spielen, um dann eben schon mal, ja, einen Standpunkt zu setzen, dass wir eben im Rückspiel gar nicht mehr viel machen müssen und schon im Halbfinale sind, denn wir wollen natürlich das Finale erreichen, um eben dann auch vielleicht so einen Stream in voller Länge zu machen. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Jetzt würde ich sagen, springen wir zum ersten Spiel, schnack nicht mehr lang rum, ihr habt genug gelabert und ja, let's go. Bisher haben mir aber auch die Leute noch nicht erklärt, was diese blinkenden Dinger da sind. Also, ich soll einfach nur die Pfeile beachten, habt ihr geschrieben, warum die blinken. Ich schätze einfach mal, dass es dann nochmal so ein kleiner Schub ist. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Wir haben zum Glück ein bisschen Pause zwischen dem Pokalspiel hier gegen Dortmund und dem Spiel in der Champions League gegen Real Madrid. Da können sich die Spieler ein bisschen ausruhen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich hier gute Spieler, die auch echt gute Bewertungen haben, merke ich gerade. Auf der Bank. Ich werde zwischendurch bestimmt mal James bringen hier für links und so. Aber die Aufstellung passt. Wir starten rein. Let's go. Läuft auf jeden Fall, dass das DFB-Pokal-Halbfinale im Sportspark ist. Das ist richtig geil. Also, kann man mal machen, aber das ist ja nicht ausschlaggebend. Ich freue mich natürlich wieder auf die PES 19 Trainerkarriere, wo wir dann auch spielen werden. Wahrscheinlich auch mit Bayern, mal gucken. Oder mit Schalke oder so mal. Wir schauen einfach mal. Könnt ihr auch gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was wisst, einen guten Verein. Aber ich muss echt sagen, auch wenn ich PES mehr feier für die Trainerkarriere, mehr feier vom Gameplay her, vom Spielgefühl her, das ist einfach ein bisschen cooler für die Trainerkarriere als in FIFA. Aber ich muss einfach sagen, ich bin doch happy, hier als YouTuber vor allem sagen zu können, es gibt jetzt endlich ein Spiel, das alle Lizenzen hat, die eine Trainerkarriere braucht. Also wir haben hier nicht wieder Sachen irgendwie bei PES, die Champions League und bei FIFA, die ganzen anderen Sachen, DFB und was weiß ich. Und nein, das ist jetzt dieses Jahr tatsächlich dann mal so, also nächstes Jahr kann man sagen, es ist ja dieses Jahr, Leute, wisst Bescheid. Ja, dass halt eben bei FIFA die Champions League dabei ist, DFB, Supercup, Europa League, alles ist einfach mit drin, die Bundesliga-Lizenzen und das wird echt mega cool. Und ja, wie gesagt, PES finde ich da ein bisschen vom Gameplay her cooler. Ich hoffe, dass FIFA da auch ein bisschen was getan hat, aber macht nichts. Wir werden auf jeden Fall beide Spiele zocken. Und jetzt würde ich sagen, hoffentlich gewinnen wir.
Let's go, alle sind bereit. Nur ich nicht. Ja, 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 Lewandowski! Richtig gut gemacht. So einen leichten Köpfer. Aber natürlich am Torwart vorbei, das ist das Wichtigste. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, wer auf die F1-Karriere wartet, zusammen mit Jan, den muss ich leider enttäuschen. Der soll bitte auf Jans Zweitkanal vorbeischauen, auf Janodopoulos, denn die F1-Karriere wird bei mir für ein paar Tage ausfallen, da meine Aufnahme kaputt ist. Also ich habe aufgenommen und die Datei ist einfach beschädigt, die kann nicht abgespielt werden, die kann ich nicht in Premiere Pro reinpacken, mit der kann ich nichts machen. Und ja, deswegen kommt das Rennen von Italien, das wir aufgenommen haben, und das Rennen von Singapur nur bei Jan, was echt ärgerlich ist, aber das macht nichts, könnt ihr eben bei Jan gucken. Und ab Malaysia kommt es dann auch wieder bei mir, das hat dann alles geklappt, aber ich weiß nicht, falls jemand einen Tipp hat, wie man beschädigte Dateien einfach reparieren kann, der kann das mir gerne sagen, aber ansonsten wird da nichts dazu kommen. Schade, dass wir den Ball verloren haben. Jetzt ist Aubameyang relativ frei und ich habe mich auf Aubameyang konzentriert und Dortmund macht das 1:1. Fuck. Ärgerlich. Das ist natürlich hier, ist ja mit Auswärtszonen egal, aber das ist natürlich ganz, ganz schwierig gegen Dortmund immer. Und ja, ein Spiel zählt. Ich habe mich hier mit Boateng auf Aubameyang fokussiert. Ich dachte zu 100%, dass Reus jetzt passt. Und ich wollte den Pass eben mit der Grätsche von Boateng abfangen. Und dadurch habe ich natürlich geöffnet und Reus hat dann eben selbst abgezogen. 1:1. Fuck it. Da gibt es den Freistoß. Ribéry wurde böse erwischt. Sind es gleich nochmal in der Wiederholung. Hoffentlich nichts zu Schlimmes. Ribéry muss kurz behandelt werden. Wird vom Platz geholt. Hier sehen wir es nochmal. Hier hat er ihn von hinten erwischt. Ja. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist. Ein Freistoß in PES. Das ist immer so eine Geschichte. Wir nehmen einfach mal Thiago Alcantara und probieren unser Glück. Bitte. Ah. Oh. Er war gar nicht so schlecht, aber ich bin kein Freistoßprofi, Leute. Leider nicht die Führung. Jetzt kommt Müller. Müller ist relativ frei und setzt den Ball am Tor vorbei. Oh. Fuck. Was habe ich da getan? Ich bin erst ein Stück nach oben gerannt, glaube ich. Weil ich passen wollte. Man hat es aus der Perspektive leider nicht mehr so gut gesehen. Ich wollte doch in die Mitte passen, lieber. Und dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Und dann habe ich Kacke geschossen. Halbzeit 1:1. Oh, das könnte kritisch werden, Leute. Das könnte echt kritisch werden. Oh Gott. Wenn wir das verkacken hier. Wäre überhaupt nicht gut. 45:55% Ballbesitz. 3 Schüsse haben beide Teams. Dortmund 1 aufs Tor, ich 2 aufs Tor. Mehr Pässe gespielt, mehr angekommene Pässe. Also wir sind ein bisschen besser als Dortmund. Aber nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Und ich hoffe, dass auch dieses ganz, ganz kleine bisschen ausschlaggebend dafür ist, dass wir das Spiel gewinnen können. Oh! Ja, gerade konzentriert. Ich dachte, irgendwie kriege ich es gut hin, aber scheiße, ne? Die Flanke hat er nicht gekriegt, war ein bisschen zu langsam für. Dann holt er sich den Ball, spielt auf Müller, aber Bürki kommt da mit der Fußparade, Fußabwehr hin. Eine Ecke, die ja auch immer gefährlich sind. Vielleicht passiert da was. Boateng, erwischt ihn schlecht. Kacke, ne? Das nervt langsam, dass wir nichts hinbekommen, weil ich halt so eine Angst habe. Also, das Spiel ist gut. Nicht, dass man jetzt sagt, es nervt wie bei FIFA manchmal, weil das Spiel einfach mich nervt. Das Spiel ist gut. Und ich spiele auch nicht schlecht, aber ich kriege kein Tor hin. Und da besteht so eine Angst, dass ich eben verkacke und das nervt. Komm, bring die Flanke gut. Ne, gibt wieder eine Ecke. Jetzt! Dieses Mal erwischt er ihn gut. Dieses Mal erwischt Boateng die Ecke, den Kopfball gut.
1:2 in der 58. Spielminute. Es ist noch genug Zeit. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Führung. Ich werde jetzt noch kurz warten, dann wechsle ich 2-3 Spieler. Und ja, ich freue mich schon, weil ich habe ja schon PES 19 gespielt. Ich freue mich mega auf das Schnellwechselsystem. Das kann ich hier jetzt super einsetzen. Das ist nämlich viel, viel besser als in FIFA. Ja, wird mega nice. Ja, das war natürlich nicht so fair. Zu Recht die gelbe Karte für Vidal, der hier ja blöd reingeht. 2 Zentimeter weiter links und ich hätte den Ball erwischt. So erwische ich halt den Spieler. Ah, Birki hält. Aber nicht schlecht gemacht. Nach einer Ecke von Dortmund gekontert. Mit ein paar recht guten Pässen. Und dann war ich frei. Schuss war auch nicht schlecht. Nur die Parade war auch gut. Ja. So kann man natürlich auch Tore machen. Da wird sich gar nicht drüber gefreut. Wird als Eigentor gewertet für Birki. 3:1. Was ein Scheißtor. Ecke müssen zu weit. Ribéry ist müssen auf Zack. Eigentlich meiner Meinung nach ein Tor für Ribéry. Weil der war ausschlaggebend daran beteiligt, dass der Ball reinging. Also da war Birki nur noch so wenig dran, denn der wäre so oder so reingegangen. Also meiner Meinung nach Tor für Ribéry. Kein Problem, 3:1 nehme ich dankend an. Und ja, da habe ich jetzt eine 2-Tore-Führung. Und wechseln möchte ich gerade auch noch nicht, denn die Fitness ist definitiv okay. Ah, oh, scheiße. Fuck. Direkte Antwort. Ah, ich wollte sagen, die Fitness ist okay, ist sie auch. Und ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Dachte ich, ich wollte erst später wechseln. Natürlich der Pass richtig gut. Dass Boateng aber daneben gerätscht und Neuer falsch steht, das ist natürlich jetzt scheiße. Also Neuer müsste da ein bisschen weiter rechts stehen. Und die Grätsche von Boateng, echt schade, dass sie nicht reingeht. Also nicht, was heißt nicht reingeht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich laber gerade schon wieder scheiße. Aber ihr wisst, was ich meine. 2:3, es wird wieder knapp. Gut, dass dieses Eigentor gerade da war. Und drin. Ausgleich 3:3. Ich wollte gerade schon nochmal eine Ansage machen und wollte gerade sagen, hey, die Bayern müssen aber jetzt nochmal ordentlich laufen. Dortmunder scheuchen mich da übers Feld, weil sie halt tatsächlich eine realistische Chance auf das 3:3 hatten. Ah, jetzt haben sie es auch gemacht. Gut, jetzt wird es 2 Wechsel geben, nicht 3. Wir machen erstmal 2 Wechsel. Und dann gucken wir. Tor dürfen wir auf keinen Fall kassieren. Eine Niederlage wäre jetzt ganz bitter. Verlängerung wäre ich noch mit einverstanden. Aber ist auch nicht so geil. Nun gut, wir wechseln. So, es kommen James Rodriguez für Müller und Coman für Arjen Robben. Die beiden hatten am wenigsten Fitness. Und das ist auch verkraftbar, die Wechsel. Dortmund weiterhin auf volle Offensive, totaler Angriff. Nennt man das ja in FIFA. Keine Ahnung, wie das hier heißt. Ja, nervig, weil sie ultra pressen. Wenn wir aber den Ball kriegen sollten, hätten wir vielleicht eine Chance auf den Konter, weil hinten von denen fast keiner steht. Und darauf hoffe ich jetzt auch, muss ich sagen. Weil eine andere Hoffnung bleibt mir leider nicht übrig, außer dann halt Verlängerung. 5 Minuten noch zu spielen. Ecke Nummer 5, glaube ich, stand da gerade. Einfach irgendwie den Ball aufs Tor bringen. Jetzt schießen wir noch den eigenen Mann an, Vidal. Rennt da mit dem Ball nach außen. Boateng, James, Lewandowski. Fuck. Gibt nochmal einen Wurf. Wir sind vorne. Wir drängen natürlich auch auf den nächsten Treffer, obwohl wir auf defensiv gestellt sind. Ist natürlich klar. Jetzt nochmal die Flanke. Lewandowski steht nochmal hier, Birki.
Das gibt's nicht. Das hätte es sein können, sein müssen. Mit ein bisschen Glück zumindest. Fuck, fuck, fuck. 3 Minuten Nachspielzeit. Definitiv genug, um noch ein Tor zu erzielen für beide Mannschaften. Gibt's vielleicht nochmal die Chance. Lässt er nochmal? Nee, er lässt nicht laufen. So ein Kacker. Glaubt, das wäre nochmal eine kleine gute Chance geworden. 3:3 heißt Verlängerung, Leute. Die Folge wird ein bisschen länger. Obwohl ich am Anfang schon lang gelabert habe. 13:6 Schüsse jetzt, 4:9 aufs Tor. Heißt, wir sind deutlich besser geworden in der zweiten Hälfte. Also nochmal ein Stücken besser als sie. Wir müssen auf jeden Fall in Führung gehen. Denn ich will mich nicht irgendwie mit einem Unentschieden ins Elfmeterschießen retten. Wir sind die Bayern und das haben wir nicht nötig. Falls wir, wie gesagt, in Führung gehen und die noch ein Tor machen zum Ausgleich, dann ist das verkraftbar. Aber ja, wie gesagt, in Führung sollten auf jeden Fall wir gehen. Boah, Junge, wie ein Umholz. Hat er nicht schon gelb? Als ob er ihm keine Karte gibt. Was? Keine Karte für Batra hierfür? Junge, er hat nicht mal ansatzweise den Ball getroffen. 3:3 und so ein guter Freistoß jetzt. Wir wechseln aber nochmal, wir schauen nochmal rein. Ribéry könnte man wechseln, Lewandowski könnte man wechseln, Thiago könnte man wechseln. Haben wir jetzt einen Wechsel mehr eigentlich? Theoretisch hat man das ja. Aber hier nicht, ne? Und Pest nicht. Normalerweise gibt's das, dass man in der Verlängerung dann noch einen Wechsel mehr hat. Okay, Thiago hat am wenigsten Fitness und da bringen wir mal den kopfballstarken Tolisso, der uns vielleicht bei Ecken nochmal helfen kann. Oh shit, ey. Bester Freistoßschütze, James Rodriguez mit der 84. Ich vertraue ihm einfach. Komm, bitte. Bitte bring uns in Führung. Ne, Birki hält. Oh, warum probiert er da sowas? Ich wollte nur normalen Kopfball. Oh, und er probiert wieder so ein Ding. Warum? Auch James macht das. Und es wäre so viel besser gewesen, hier einfach einen Kopfball zu machen. Klar, annehmen geht auch, aber daran denke ich dann immer nicht. Das geht viel zu schnell. Das war gefährlicher als das von Lewandowski, aber immer noch nicht gefährlich genug. Und Dortmund immer noch auf voller Offensive. Jawohl! Sowas von stark von James Rodriguez, wie er sich da oben durchgesetzt hat und dann auch noch den Torwart besiegen konnte. Wir gehen in Führung, so wie ich mir das gewünscht hatte. Wenn Dortmund jetzt noch einen macht, scheiße natürlich, aber ist noch verkraftbar, sag ich mal. Dann wäre es wenigstens keine Niederlage, sondern Elfmeterschießen. Also wir haben dann immer noch die Chance zu gewinnen. Aber wie gesagt, ich würde natürlich gerne ohne Elfmeterschießen gewinnen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Halbzeit der Verlängerung. 3:4. Was ein Spiel, Leute. Einfach mal Hashtag Spannung in die Kommentare. Mal wieder. Also für mich ist es ultra spannend gerade. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, wie ich das rüberbringen kann. Ja, also ich bin gerade richtig am Schwitzen. Obwohl es gar nicht so warm ist. Bumm. Das müsste die Entscheidung sein, hoffe ich doch. Jawohl. Kingsley Coman. Yes. Macht ihn in der 10. Minute. Das 3:5. 2 Tore sind es jetzt Unterschied. Da haben wir sie schön ausgekontert. Und Coman ist ja auch schnell und gut in Kopfbällen. Zumindest hier in Pass. Jawohl. Das ist echt gut. Jetzt stellen wir auf volle Defensive, auf Abwehrriegel quasi. Oh Gott, ich habe gerade auf Defensiv gestellt, nicht ganz defensiv, sondern die erste Defensivstufe. Jetzt machen wir die zweite rein, versuchen das über die Runden zu bringen. 10 Minuten noch für 2 Tore, das werden wir doch wohl hinkriegen. Oh, hätten sie hier jetzt das erste gemacht, dann wäre es nochmal kritisch geworden. Da hatten wir richtig Glück gehabt. Der Pass hat gesessen. Boateng leider schwach verteidigt. Neuer rausgekommen und richtig Glück gehabt, dass der nicht drin ist. Ja!
Das war's. Abpfiff. Und wir sind im DFB-Pokal-Finale. Dortmund im Halbfinale raus. Yes. Oh, wir haben verdient gewonnen. Das kann man schon sagen. Wir haben hier 18 zu 7 Schüsse, 11 zu 4 aufs Tor, 58 zu 42 Ballbesitz. Weniger Fouls, viel mehr Pässe, viel mehr angekommene Pässe, alles Mögliche. Also wir waren schon die deutlich bessere Mannschaft im Allgemeinen. Ja, Dortmund hat es noch spannend gemacht, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist die Hauptsache jetzt gegen Real Madrid im Viertelfinale der Champions League. Das wird auch crazy. Das Hinspiel auswärts, also wir müssen Auswärtstore schießen. Hier sehen wir es, wir haben mit 3 zu 5 gewonnen und Rasenballsport Leipzig gegen FC Schalke 04 2 zu 3. Schalke hat eben auch gewonnen und dann spielen wir im Finale gegen Schalke. Das wird auf jeden Fall auch geil. Ja, wie gesagt, Champions League geht jetzt weiter und würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Jeder Sieg bringt uns dem Ruhm einen Schritt näher. Sorgen Sie dafür, dass wir das Halbfinale des Wettbewerbs UEFA Champions League gewinnen. Das ist auch mein Ziel, meine Ansprüche. Und wir gucken direkt mal rein, was die Pfeile, die Tagesform so sagt. Mal gucken. Wie gesagt, auswärts sehr, sehr wichtig jetzt. Vidal hat tatsächlich einen Balken nach unten. Ansonsten haben alle zumindest ausgeglichen. Wen tun wir dann für Vidal? Tun wir einfach mal Tolisso rein, tauschen die beiden. Und ansonsten, wobei wir könnten mal Coman rein tun und beide hier aufs LM packen. Und dann passt die Sache. Ja, dabei würde ich es belassen. Champions League gegen Real Madrid. Das ist ein krasser Verein. Das wird ein krasses Spiel. Ja, wie gesagt, vor allem auswärts müssen wir jetzt überzeugen, müssen wir Tore machen. Daheim dürfen wir sie dann keine Tore machen lassen. Und ja, ich hoffe, dass es zwar auch spannend wird, wie gegen Dortmund, aber ja, dass ich nicht so schwitzen muss vor Angst. Hier haben wir ja immerhin zwei Spiele, aber verlieren ist nicht gut. Unentschieden könnte ich noch mit leben, aber verlieren, das wäre jetzt ganz schlimm. Gut, dann probieren wir es einfach mal. Let's go. Ah, fuck. Ich hatte die Hoffnung schon, dass Coman hier direkt ein Tor zündet. Ha. Schade. Hätte klappen können und es war auch echt knapp. Oh, Pfosten Lewandowski. Mann, wie schade. Und ich merke gerade auch, dass wir Martinez anstatt Hummels drin haben. Das war nicht absichtlich, aber ja, ist okay. Oh Mann! Ja, da hat er mich zu Boden gestreckt. Ich habe einen neuen Skill irgendwie gemacht, aus Versehen. Das war gar nicht so geplant. Dass es dafür keine Gelb gibt, wundert mich. Meiner Meinung nach eigentlich schon. Naja, kein Problem, ist auch egal, weiter geht's. Jawohl, 1 zu 0, zum ersten Mal klingelt's und das für uns, das ist schon mal mega gut. Auswärtstor, pipapo, ich weiß nicht, wie viel die Minute es gerade war. Aber cool gemacht von Alaba hier, der hier einfach mal volle Kanne an dem vorbeizieht, die Flanke irgendwie bringt. Lewandowski setzt sich auch noch in der Mitte durch gegen Varane. Übrigens hat Real Madrid auch irgendwie Mohamed Salah. Und ja, ist auch ganz krass. Ganz krass, ja. 1-0, ich glaube 32. Wir gucken gleich mal, wie viel die Minute es ist. Absolut keine Ahnung. Ja, ist so 31. 32. Jawohl. Ganz stark von Müller. So wird's gemacht und so will ich es sehen. Richtig geil. 2 zu 0. Der klassische Doppelschlag. Ich glaube 5 Minuten später oder so. Coman hat sich hier den Ball geholt. Pass war ganz schön gut. Und dann das hier. Perfekt.
dachte schon, jetzt drängt er mich richtig weg. Und dann macht er da die Hacke und löst sich von dem Verteidiger. Ich weiß nicht, was ich heute für einen Bullshit zusammen laber. Bitte verzeiht's mir. Wird nächste Folge besser. Ja, 2-0 auf jeden Fall. Real Madrid stellt auf Offensiv. Und wir haben 2 Auswärtstore. Das ist mega cool. Und da tut sich schon wieder eine Lücke auf. Wenn ich das jetzt ganz gut mache. Ein bisschen Glück gehabt hier. Oh, schade. Ich hatte schon auf Lupfen gedrückt. Okay, das war die erste Halbzeit. 2-0 für uns. Ist auf jeden Fall gut. Das heißt 2 Auswärtstore. Das heißt 2 Tore gegen Real Madrid. Scheißegal, ob es Auswärtstore sind oder nicht. 2-0 ist zur Halbzeit gegen Real Madrid echt gut. Aber wir sind auch deutlich besser. 57-43 Ballbesitz. 7-0 Schüsse und 4-0 aufs Tor. Also, wir sind schon besser. Real Madrid kriegt bisher noch nicht so viel auf die Reihe. Noch nicht so viel bis gar nichts. Und ja, weiter geht's. Hoffentlich genauso gut wie bisher. Und Tor. 3-0. Jawohl, das ist doch mega nice. 2 Tore von Müller und 3-0, das ist super, läuft das. Wenn das so bleiben würde, dann haben wir ein leichtes Spiel, relativ leichtes Spiel zu Hause in München. Ja, das wäre ganz geil. Habe ich nichts gegen. Boom, der nächste, Robert Lewandowski mit seinem zweiten. Zweimal Müller, zweimal Lewandowski, jawoll. War jetzt auch kein krasses Tor oder so, aber Tor ist Tor. Und das bringt uns weiter. Das bedeutet, ein weiterer Schritt in Richtung Halbfinale, beziehungsweise auch ein weiterer Schritt Richtung Finale, aber erstmal Halbfinale. Müller hätte ihn da fast reingemüllert, sag ich mal. Aber dann kam der Ball irgendwie zu Lewandowski und dann hat er ihn halt reingemacht. Kein Problem. Jetzt gibt's doch mal Gelb für Casemiro. Das ist bitter nötig. Dass es die erst jetzt gibt, wundert mich. Hat der Müller wieder voll von hinten umgehauen. Das war's. 0-4, der Endstand. 4 Tore in Madrid gemacht. 4 Auswärtstore. Das ist schon hart für Real. Das wird anstrengend im Rückspiel. Das wird für uns ganz gechillt, wenn wir da ein Tor machen oder so, ein 1-0. Das würde dann schon, ja, also es würde auch 0-0 reichen. Wir könnten auch mit 3-0 verlieren. Aber ja, ich fände das ganz cool, wenn wir ein Tor machen und dann uns zurücklehnen quasi so ein bisschen. Ich bin natürlich nie der Freund davon, sich komplett zurückzulehnen. Ich will eigentlich, wenn es geht, wenn ich merke, die Gegner lassen mir das zu, dass ich Tore mache, dann will ich es ja auch machen. Hier hat es für 4 Tore gereicht, 62-38 Ballbesitz, 0 Schüsse von Real Madrid, 0 Schüsse, nicht mal ein Schuss, also nicht mal das 0 Schüsse aufs Tor, sondern 0 Schüsse allgemein. Wir haben 11 Schüsse aufs Tor, 8, 11 Schüsse und 8 aufs Tor, so, ja. Also ich labere heute Scheiße. Aber das war's von dieser Folge. Ihr könnt auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbeischauen, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.